Es regnet! Nein! Falsch. Doch. Das Regenwetter ist auf jeden Fall ein bisschen beschissen. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo wir den großen Laster hier angekarrt haben. Unser Nightliner quasi. Der ist auch jetzt fast voll, weil wir alles mitnehmen müssen, was wir so haben. Auf jeden Fall sind wir nass, unser Zeug ist ein bisschen nass. Unsere Höschen noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch. Und dann fahren wir tatsächlich zum Wilder Tart. Da geht's heute nämlich ab. So, jetzt muss ich gleich essen. Und jetzt warten wir mal was Neues. Vom Auftritt ein bisschen warten. Aber hier ist echt cool. Also man wird hier rundum versorgt. Ich mache hier ein bisschen Papierkram. GEMA-Listen. Allzu spaßig jetzt. Deswegen macht das auch der Dennis, weil er sich immer freut, das machen zu dürfen. Jetzt gehen wir unter die Food-Blogger. Danilo, wie schmeckt's? Ja, fantastisch, fantastisch. Ey. Sehr schön, sehr, sehr lecker. Weiches Fleisch, schönes Curry-Hähnchen. So. Ja. Kann ich nur empfehlen. Und Nico? Deliziös. Timo? Ja, mega gut. Echt hartes Fleisch, ne? Guter Reis. Geile Soße. Kann ich weiterempfehlen. Und da sind wir jetzt im Backstage-Bereich. Das sieht nicht nur abgefahren aus, das ist auch ein bisschen abgefahren. Das nenne ich mal Backstage. Ja, obwohl wir eigentlich in Front of the Stage sind, also. Aber Backstage ist in dem Sinne, wir müssen natürlich noch irgendwo mal einen Sticker von uns draufkleben. Das ist wichtig. Und was wir bis jetzt nur im Privatclub hatten, na gut, da hatten wir eine Dusche. Aber Backstage heißt hier, wir haben ein eigenes Klo. Damit wir nicht draußen erkannt werden von den zahlreichen Fans, die hier die Putze stürmen. So war also schon seit 2 Monaten oder so in dem Dreh. Aber heute ist seine Ersatzphase bei uns beendet sozusagen. Wir danken ihm vielmals für seinen Einsatz hier bei Riflow. Und einmal einen Applaus bitte für den Kollegen. Ich bin mir gerade echt ein bisschen geschockt, dass Billy Idol jetzt Rasterlocken hat. Ich glaube, das ist ein 30 Jahre altes Video. Glaube ich nicht ganz. 20 höchstens, aber der hat Rasterlocken. Ich bin geschockt, der hatte jemals Rasterlocken. Wie Nikos Rasterlocken. Ja. Genau. Wollt ihr mal sehen? Ja. Nein. Der Nico wurde eingeparkt vom Corsa der Hölle. Ja, guckt euch das an. Jetzt musst du aber noch ganz kurz nach vorne gehen und nach vorne zählen. Nico, schaffst du es nicht schaffen. Kinderspiel für den Nico. Selten hat er solch eine Kleinigkeit erledigt. Also wirklich, bitte Leute. Nächste Mal, lieber Corsa-Fahrer, musst du mal ein Stück näher ranfahren. Ja, das war wohl nicht. Man hat uns geflüstert, vorne rechts in der Fünfergruppe war wohl eine gute Frau, eine gute Dame, die Texte mitgesungen hat. Also wenn du dieses Video siehst, kommentier doch mal, dass du es gewesen bist. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn ihr neu hier seid, mit dem Druck auf diesen Abo-Knopf ein großartiges Erlebnis mit uns teilen. Und zwar das Erlebnis Rifflaw.
Hast du gerade dabei auf den Genital gezählt? Das ist auch ein großartiges Erlebnis. Ach, egal. Da oben gibt es noch irgendwie mehr Vlogs und... Such den Knopf. Such den Knopf. Wer werdet ihn schon finden? Ja, ja. Wir haben Vertrauen in euch. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Man munkelt.